Und jetzt ist natürlich, dass du dich, ich beobachte mich, dir bewusst machen musst. Ich sage immer wieder, wichtig ist, wie, was glaubst du, dass du davon ausgehst, dass die ganze Scheiße da außen existiert, auch wenn du nicht hinschaust? Das ist Materialismus, das ist die Falle. Aber dir muss klar sein, dass das in keinster Weise de facto überprüfbar ist. Dieser berühmte, macht ein Baum ein Geräusch, wenn er umfällt? Gibt es überhaupt den Baum? Ja, aber wenn da einer dort steht, oder meine Eiffelturm-Sache, wo alle sich so unendlich lächerlich echauffieren, wer alle? Die, die wir uns jetzt ausdenken, die wir uns ausdenken, die sind sowieso alle blöd, und das ist die Frage, willst du die überzeugen? Darum, du wirst einen Gedanken, wie blöd muss einer sein, der einen Gedanken von sich von irgendwas überzeugen will? Denk ihn dir doch dann ganz einfach anders. Meinst du, das ist so arrogant, wenn der Udo sich hinstellt und sagt, ich habe erkannt, dass ich mir, wieso hältst du, Entschuldigung, wieso hältst du keine Vorträge mehr? Weil ich ganz einfach als Udo erkannt habe, dass ich mir nicht einen Saal voller Deppen ausdenken muss und denen erklären, wie die Welt funktioniert. Ich lebe einfacher, wenn ich mir erst gar keine Deppen mehr ausdenke. Was ich jetzt das natürlich nicht ironisch meine, weil sonst wäre ich ja jetzt nicht da. Mich interessieren nämlich nicht die Deppen, die in Almena rumgesessen sind oder sonst wo, sondern mich interessiert nur seit Ewigkeiten nur der Geistesfunk, der immer noch da ist, weil du eben immer da sein musst, weil du ein Teil von mir bist. Und du wirst mich so schnell nicht los. Das ist die Schäfchen heimholen. Ob du dich jetzt an Almena erinnern kannst oder nicht, es geht nicht um den Ziegenmund oder sonst wen. Es geht nur um dich. Ich habe noch nie was anderes behauptet. Mich interessieren keine Personen, weil alles, was Körper ist, hat keine Überlebenschance. Alles, was Mensch ist, hat in der Form bis jetzt nicht so wenig Überlebenschance wie Basic. Basic ist zu DOS geworden und DOS ist zu Windows geworden und Windows 95 ist zu Windows 98, zu 2000 geworden, und es wird sich weiterentwickeln. Das bleibt nie so, wie es ist. Das ist die blaue Ebene, das ist die Ebene der ständigen Veränderung. Wir reden hier von der Ewigkeit. Und du musst begreifen, du warst es schon immer. Du bist noch nie was anderes gewesen. Ich habe in einem Update dieses kleine Beispiel gebracht mit der Wunderkatze, KRS. Und dann habe ich gesagt, das Filmchen, und macht doch mal das jetzt im Gedanken, stellt euch das im Gedanken ganz einfach vor, wir haben eine Wunderkatze, das ist ein hochkonzentriertes Licht und es sprüht Geistesfunken raus. Okay? Und diese Geistesfunken verglühen im Raum weg. Das kann man sagen, das ist jetzt die materialistische Sichtweise, du wirst geboren und dann verlöscht du irgendwann. Das ist ja hier. Hoffentlich erhört Gott alle Buddhisten, die wollen ja alle dahin, dass das Licht ausgeht. Was interessant ist, was du jetzt machst, du verbildlichst wieder eine Vorstellung, die Maßsetzung deines Glaubens. Und wenn eine Song hier die Kausalität, was die Naturwissenschaft sagt, die Zeit kann man nicht umdrehen. Das ist schon mal der erste große Blödsinn, weil die chronologisch denken, es gibt keine Zeit, es gibt ein Ganzes. Und dann kannst du ganz jederzeit, wenn wir jetzt eine Woche haben und die behaupten, die Zeit geht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder Sonntag am Anfang, da wird auch gestritten, aber den am Anfang und ans Ende stellen. Wenn ich die Zeile anschaue, sind die Tage gleichzeitig da, und jetzt frage ich dich, wer zwingt dich eigentlich, das von links nach rechts zu lesen? Ich mache darauf aufmerksam, dass die Heilige Schrift von rechts nach links gelesen wird und von hinten nach vorne. Du kannst dir das auch ummischen, du kannst jetzt behaupten, du musst die nicht nacheinander abrastern. Auf die Freiheit. Das stimmt so. Ich muss auch das Buch nicht Seite für Seite, ich kann mir das raussuchen, wenn ich frei bin. Und genauso ist, wenn du ein gutes Programm hast, wenn du bloß ein Standardprogramm hast, kannst du deine DVD reinhauen und dann hast du den Film rein. Wir sagen, auf dem Film ist bloß eine Wunderkatze drauf und die sprüht die Funken raus und die verglühen und aus und vorbei, solange bis der Film leer ist. Wenn ich jetzt so ein bisschen ein besseres Programm habe, kann ich den Film jederzeit in beide Richtungen laufen lassen. Und dann wird es natürlich ganz interessant, was passiert dann, wenn ich den rückwärts laufen lasse. Ist nur immer jetzt. Mein Telefonklingelbeispiel, das Drehen der Kausalität, Idealismus, Materialismus in den Selbstgespräch, dann entstehen aus dem Nichts kleine Funken. Die kommen aus dem Nichts und die kommen alle zu mir, fliegen alle in mich rein, und das macht mich eigentlich heller. Jetzt ist natürlich die Sache, dass viele, du kommst aus dem, dann gibt wieder welche, ich hüte dich vor dem Licht. Stimmt oder stimmt? Und jetzt frage ich dich, Geistesfunk, mach dir mal Gedanken, wo kommst du her? Du weißt es nicht. In der Bibel steht, du kommst aus dem Nichts und du gehst in das Alles. Übrigens ist es auch versteckt in Inceptions, wo sie den kleinen Architekten das erste Mal, wo die das erste Mal, kurz bevor das mit dem Spiegeltunnel kommt, da sagt er hier, weil sie dann stürzt, und da sagt die, du kannst ganz leicht überprüfen, ob du in einem Traum bist oder nicht, weil sie, ist das, willst du behaupten, das ist jetzt ein Traum? Wenn du dich nicht daran erinnern kannst, wo du herkommst. Jetzt ist natürlich die Falle, wenn du glaubst, du bist der Körper, dann machst du dich immer mit materialistischem Wissen, dass du dir alles logisch erklären. Ich wurde von meiner Mutter geboren, das kannst du natürlich nicht beschwören. Es ist ein logisches Konstrukt.
Nicht deine leiblichen Eltern haben dich erschaffen, sondern du erschaffst die, wenn du an die denkst. Johannes Evangelium Kapitel 3, solange du glaubst, du wurdest aus einer Frau geboren, aus Fleisch geboren, lebst du in einer weltständigen Verwesung. Erst wenn du begreifst, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entspringst. Das ist doch alles ein Satz. Das ist Verstehen. Nochmal, egal welche heilige Schrift du nimmst, egal welche Übersetzung du nimmst, wenn du Worte raumzeitlich interpretierst, hast du verloren. Was übrigens jetzt raumzeitlich gedacht, die letzten 14 Tage, ganz interessant hier auf die Nachrichtensender, gibt es ja immer so die Wissenschaftssendungen, NDV haben ja unter der Zeit immer so Wissen, und das ist zurzeit ganz in nur, die haben jetzt Archäologen, haben genau, wo die Arche aufgesetzt hat, das ist jetzt alles, haben die archäologisch alles erfasst, wo das alles in der Vergangenheit war und wann das passiert ist. Das ist, Materialismus ist unendlich geistlos. Und in der Selbstbeobachtung, was jetzt eigentlich der Buddhismus oder der Zen-Buddhismus macht, die Meditation des Selbstbeobachtens, das ist schon mal der erste Weg, aber das muss passieren in deinem Alltag, nicht nur, wenn du dich hinsetzt und ein Räucherstäbchen anzündest und umschreist. Das ist, und was dann wirklich geht, ich sage, das ist erst der Punkt der Pubertät. Das heißt, die Buddha-Erkenntnis ist schlichtweg und einfach die erste Stufe, unangezweifelt die Gewissheit zu haben, ich bin. Ich bin das ohne Anfang und Ende, ich bin nicht der Körper. Das ist die Erleuchtung von Buddha. Wobei dann ein Osho bei genauer philosophischer Studien ganz klar ein Buch geschrieben hat, habe ich ein paar Mal darauf hingewiesen, und jetzt der Osho, denken wir uns jetzt aus, der hat niemals in der Vergangenheit ein Buch geschrieben. Wenn wir denken uns das jetzt und das, was der geschrieben hat, du denkst dir, dass der das und das, du stehst eins drüber. Egal was du machst, wen du dir ausdenkst, der wird immer das gedacht haben, was du denkst, und wenn du jetzt das ganz vergessen hast und der Udo erzählt dir jetzt was, muss dir klar sein, ich erzähle jetzt das nicht den Andreas, sondern du Geist träumst jetzt hier dieses Gespräch aus, dass der Udo irgendwelchen Personen dieses und jenes erzählt, wobei dieser Udo, diese Person Udo, rein nur eine Figur in deinem Traum ist, eine Gedankenfigur, eine Information von dir, und dieses Gespräch lasse ich dir Geist jetzt träumen, weil du bloß deine Traumfiguren anschauen kannst, um dir zu erklären, was du bist. Was du selbst bist. Du stehst eins drüber. Also erkläre ich dir nicht, wie unendlich genial der Udo ist, den du dir jetzt ausdenkst. Weißt du, wer noch viel genialer ist? Der Geist, der sich so einen übergenialen Menschen ausdenken kann. Der ist viel genialer. Dattvam Asi, das bist du. Es geht nicht um einen Gedanken Udo, sondern um diesen Geist, der sich jetzt diesen Udo ausdenkt. Und der hat aber dann die Demut, dass er weiß, ich kann mir das nur denken, weil da über mir nochmal einer steht, der mir das denken lässt. Da beginnt Glaube und da beginnt diese Einsicht. In das eine selbst. Ich habe mal eine Frage zu dem unpersönlichen Ich. Da haben wir uns ja gestern auch drüber gehalten. Gibt es da jetzt nur eins? Ein Bewusstsein, was jetzt, oder gibt es jetzt unendlich viele? Pass auf, gebe ich dir gleich. Es gibt Jein. Ich habe im Hochfahren habe ich gesagt, du kannst jede Frage, die dir ein Mensch auf der raumzeitlichen Ebene stellt, wenn du nur ein bisschen angereiftes Bewusstsein hast, darfst du gar nichts sagen, weil jede Frage mit Jein beantworten musst. Weil die Wirklichkeit, wie ich immer sage, ein Kegel ist, und die Fragen sind immer wieder eine Frage, die sich darauf bezieht, ja oder nein, ist schon in der Formulierung verkehrt. Aber ich gebe dir trotzdem ein Beispiel, was ich schon mehrere Male gegeben habe. Du kannst nur von oben nach unten sehen. Und jetzt musst du wissen, wir haben gesagt, du betrachtest ein Ich Bin, ein unpersönliches Ich, betrachtest du als ein Zimmer. Das ist erste rote Ebene, wo was immer ist. Und dieses In mir ist End, sind ständig wechselnde Existenzen. Wir denken uns jetzt ein hochmoderner Hotelkomplex mit feinster Technik ausgestattet, wo in jedem Zimmer eine komplett hochwertige Videoanlage drin ist, die hier wie bei der Telekom vernetzt ist, und jeder kann hier praktisch sich Filme abrufen zu jeder Zeit, wie er will, aus diesem großen Fundus. Und jetzt ist es ganz einfach, dass wir jetzt ein Zimmer nehmen, jetzt zum Beispiel mal Jürgen. Okay, dass der Jürgen schon mal, das ist noch nicht, nein. Wir nennen ein Zimmer. Ich könnte jetzt eine Zimmernummer machen. Das ist übrigens, wenn du dir mal Gedanken machst, hast du dir überhaupt schon mal Gedanken gemacht, wieso du der Regen schon werden bist. Du hast jetzt eine logische Erklärung dafür, dass der Jürgen mal in Ellingen beim Bruder war, das erste Mal, und hat seinen Regen schon vergessen. Aber jetzt ist natürlich, dass dieses Regen, RGN, ist einmal ein rationaler Geist, eine rational geistige Existenz. RGN auf Hebräisch heißt übrigens, die Radix heißt so viel wie aufregen. Sich ständig aufregen, sich in Angst versetzen, das können wir in allen Fazien nennen, murren, okay,
Und Schirm, Ski, Ski ist ein Geschenk deiner rationalen Gestalt, wo du dich drüber aufregst selber, weil dir das nicht passt, aber der Schirm im Hebräischen ist ja der Magen. Okay? Das ist also hier in einem gewissen Maß dieser Magen David. Magen David ist wiederum hier MGN. Du hast hier dieser David-Stern. Ist immer auch das Wort Finsternis. Fin. Eine Facette einer göttlichen Existenz ist ein Stern und NIS ist die Existenz göttlichen Raums, NS ist Wunder und Flagge. Flagge, okay? Das ist die Finsternis, das ist unser Davidstern, der schreibt sich ja MGN Magen. Jetzt ist natürlich hier, dass das ganz interessant wird, dass der Magen, wenn wir jetzt das deutsche Wort Magen hören, das ist, ihr könnt wieder, hat ja sehr was zu tun wieder mit Essen. Dass der Magen natürlich ganz interessant ist, wenn du ins Lateinische gehst, da kann dir nämlich unsere Frau Doktor was drüber sagen, weil was ist der Magen auf Lateinisch? Die Gast. Die Gastgeaster. Das ist der Geist, Aster ist Ester. Das ist der Geist, wo ich mich versteckt habe. Geaster und Ester heißt ja nicht nur, wo ich mich versteckt habe, sondern auch im Widerspruch stehen zu. Gegenüber. Das ist der Gaster, die Gastritis, die Gastronomie. Nomen, Gastronomen, das sind die Sterne, im Davidstern die Nomen, die Namen. Guck mal, ist klasse, ne? Ich finde es auch toll. Ich find's auch toll. Das ist wirklich Wahnsinn. Ist nur Harmonie. Was es darum geht, Leute, ihr könnt es nicht wissen, aber ihr wisst es schon, ihr wisst bloß nicht, dass ihr das wisst. Und das Einzige, was es hier geht, wenn ihr jetzt zuhört, dass ihr begreift, dass ihr eingebettet seid in eine unendliche Harmonie und das einzige Problem ist, dass ihr das meiste nicht akzeptieren wollt und solange ihr was nicht akzeptiert, gebe ich euch nichts Neues. Alzheimer haben wir ja gerade. Das ist ein Segen. Ein kleiner Trick, alles beobachte dich, solange du noch materialistisch funktionierst und beobachte einfach, wie du die Sachen bewertest und interpretierst mit einer materiellen Logik und dann sei bemüht, das genau 180 Grad zu drehen. Dass alles, was für einen Materialisten gut ist und schön ist, musst du umdrehen, dass es böse wird. Und alles, was du bisher als böse und schlecht gemeint hast, musst du umdrehen, dass es gut ist. Das ist so mit meinen Fischen. Nadja Fisch, Haifisch, dass ich immer wieder mit die Haifischflossen die Geschichte. Kennt ihr die schon? Habe ich euch die schon erzählt? Pass auf, wenn du jetzt Fisch, Haifischflossen, wenn wir jetzt machen, die Spinner, die Japaner, die haben jetzt richtig ans drüber gekriegt von mir, mit ihren Haifischflossen gefressen. Weil da müssen ja so viele Tiere leiden. Ich mache jetzt die eine Seite. Da müssen ja so viele Tiere leiden, die... Das ist ja so ein gigantisches Tier, so ein Haifisch. Die ziehen den Fisch raus, dann schneiden die Flosse, nur diese Flosse ab. Und den Rest schmeißen die einfach wieder zurück. Das ist doch Tierquälerei. Jetzt pass auf, jetzt machen wir hier guter, biologisch, ökonomisch richtiger Fischfang, wie man sich den vorstellt unter den Bios. Und ich erkläre euch jetzt, dass das die Bösen sind. Du musst global denken. Pass auf, wir sind eine große Familie hier auf dieser Erde. Und wir teilen ja alles brüderlich. Das ist sozial. Okay? Ich erkläre dir jetzt, was ein rechtsradikaler Nationalsozialismus ist. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Fisch fange und ich bin ein demütiger Mensch, dann nehme ich für mich immer nur das Schlechteste. Diese Flosse, weißt du, dass man Haifischflosse fast 2-3 Tage kochen muss, dass die weich wird? Die muss 24, 48 Stunden gekocht werden, dass die weich wird. Das ist das größte Geschlupf, was an dem Fisch überhaupt ist. Und den schönen, großen Fisch teile ich mit meinen Fischbrüdern im Meer. Ich bin ein demütiger Mensch. Das heißt, was passiert mit dem, wenn du den reinschmeißt? Der wird ratzeputz zusammengeliebt. Ja, genau. Der wird komplett aufgeliebt. Das ist, so ist es in meiner Schöpfung. Das ist, merkst du, dass das um, du kannst alles umdrehen. Und das, es geht um diese geistige Beweglichkeit. Und da ist Wissen, dogmatisches, einseitiges Wissen, so ist es und so ist es nicht, wird dir immer im Weg stehen. Du musst dich komplett freimachen von dem einseitigen Wissen. Das ist das Entscheidende. Aber zurück zu unserem Hotel. Wir haben also Zimmer und jetzt ist wichtig. Dieses Ich Bin, sage ich, jetzt ist der Dia-Projektor, der Videobeamer. Wir machen das mit einem Videobeamer. Und jetzt ist der Geistesfunken. Das unpersönliche Ich Bin ist das Lämpchen. Das ist die Lampe, die immer da ist in dem Videobeamer, in dem Zimmer. Das heißt, das Zimmer Jürgen steht für dieses Zimmer. Und der Geist des Funken, dem wir jetzt einen Namen geben, obwohl er unpersönlich ist, ist dieser Beamer. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass du das, was du siehst, ständig wechselnde Bilder, ist dein, der Udo oder der Jürgen oder der Klaus, der jetzt in deinem Zimmer läuft. Das siehst du. Du darfst den Jürgen auf der Leinwand nicht verwechseln mit dem Geist, mit dem personifizierten Geist, mit der Perspektive, die du zurzeit projizierst. Bist du dabei? Und jetzt ist es
Du hast keine Möglichkeit, diese Lampe in dem Projektor hat keine Möglichkeit, dieses Ich Bin in irgendeiner Form in ein anderes Zimmer zu schauen oder zu überprüfen, ob es andere Zimmer gibt. Das ist der Punkt, wo ich sage, es ist alles möglich. Aber das ist eine Grenze, wo du auf dieser Ebene, du kannst, was du siehst, was du wahrnimmst, ist nur das, was du projizierst. Und dazu brauchst du irgendeine Maske, um was projizieren zu können. Du kannst jetzt natürlich auch andere mit einem höheren Bewusstsein, kannst du jetzt, was ich gerade sage, obwohl du die Jürgenzimmer bist, kannst du jetzt genau wissen, dass du jetzt aussehen kannst wie der Udo, obwohl du die Jürgen. Was du projizierst, immer aus dem Blickwinkel, kannst du dich in andere reinversetzen. Okay? Es kann jetzt durchaus sein, dass zum Beispiel der Klaus, der jetzt in deinem Zimmer auf der Leinwand ist, dass jetzt der Jürgen, der Klaus, dass jetzt zur Zeit der Film läuft, die sind in Ellingen und hören den Udo zu. Jetzt denken wir uns ein anderes Zimmer, das nennen wir Klaus. Der ist zurzeit mit der Nadja in Urlaub in Bali. Da läuft zurzeit der Film, dass sie am Strand spazieren gehen. Jetzt im selben Moment, immer jetzt, wann denn sonst? Aufgefächert. Das wirst du nie wissen. Jetzt kommt aber der Trick, dass diese Ebene, diese ganzen Zimmer, wie viel das auch sein müssen oder ob es andere gibt, ist für dich ganz uninteressant. Was du wissen musst, ist, wo kommt es her, was ich abspiele. Und da ist jetzt eine Zentrale wieder drüber, bum, 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 bum. Und es wird alles aus einer Zentrale gespeist. Und in der Zentrale ist alles, was da unten in einer Form von abwechselnden Bildern empfunden wird durch die Reduktion, eine einzige Datei, wo alles gleichzeitig ist. Und der da oben, das ist übrigens der hier, der weiß, was in jedem Zimmer im Moment läuft, wenn man sich da rein fokussiert. Okay? Da ist dieses Macht Zimmer Sinn? Hier gerade, der Geistesform. Das ist das Zimmer. Das ist das Zimmer, die Lampe, das ist eine ewig brennende Lampe. Und jetzt ist es, wo ich sage, es gibt viele Zimmer. Klar. Okay, und je nachdem, was du für eine Personifizierung für einen Mensch zurzeit in dir abspielst, öffnest du natürlich deine persönliche Perspektive die Dinge. Um das anders auszudrücken, wenn man jetzt das einmal auf den Film Matrix bezieht, sieht es jetzt folgendermaßen aus. Wir gehen jetzt in die Matrix rein. Die sind ja normal, ist ja nur der Morpheus, der Neo und die Trinity drin. Aber jetzt können wir hier den Klaus, den Andreas, den Jürgen, die Nadja, bla 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 bla. Okay, wir hängen jetzt da alle da. Ich mache das einmal so. Na, wir machen die Köpfe nach innen, das ist wascht. So. Okay. Wir legen jetzt da auf Britschen. In Zion. Und sind hier angeschlossen an den Computer. Das ist Ich Bin. Okay? Hör zu. Hör zu. Was jetzt das ist, noch nicht, das wäre jetzt der Film, was jetzt interessant ist, wenn du das jetzt siehst, ihr müsst euch, wenn das jetzt im Film ist, angenommen, die sind ja hier auf der Nebukadnezar, Lindia, wenn die dann reingehen, du bist der Geist, der den Film anschaut. Das ist der Film in einem Film. Der Traum in einem Traum. Und jetzt pass auf, denkt an die Kameraeinstellung, ihr seht jetzt auf euren Bildschirm, in deinem Bewusstsein, ganz unpersönlich, du bist ganz unpersönlich. In deinem Bewusstsein siehst du praktisch, dass die in die Matrix gehen und dann kippt es plötzlich um, wir können bei zwei machen, kippt es um und plötzlich siehst du die Morpheus und der Neo in der Fußgängerzone laufen. Mhm. Das, was du siehst, sieht weder der Morpheus noch der Neo. Das heißt, das, was du siehst, ist der Blickpunkt und in dem Kopf von den Andreas läuft jetzt genau das. Der sieht das und im Kopf vom Bruder läuft genau das. Und im Kopf von Klaus, jetzt was ich grob nur als Bild mache, ist natürlich inklusive der ganzen persönlichen Interpretation und so weiter und Wertung und Einfärbung von Qualitäten, beschränken wir uns nur auf die optische Perspektive. Das heißt, die hier ist jetzt jeder dieser Patienten, sieht nur seinen Blickwinkel, wo er projiziert. Der Zuschauer jetzt eigentlich, das höhere Bewusstsein ist jetzt der Zuschauer, der das anschaut. Was ist dieses wahrnehmende vermeintliche Automat? Da ist gar nichts. Das ist nur Kopfkino. Darum ist es so, ist das das personalisierte Bewusstsein von einem? Das ist die übergeordnete Perspektive. Das ist jetzt der Geist, der mir zuhört. Das ist nur der Geist, der mir zuhört. Das ist ein unpersönliches Ich. Das ist jetzt der Geist, der das jetzt träumt. Der das jetzt träumt. Das ist der Geist, der das jetzt träumt und der splittet sich, so wie ich gesagt habe, in zwei, in viele Perspektiven auf. Okay? Wir können nicht sagen, das ist männlich und das ist weiblich. Fünf Frauen, fünf Männer, je nachdem, aber versteht das Prinzip. Das ist der Geist, der mir zuhört, der kann wach werden. Und wenn ich jetzt den einen Stöpsel rausziehe, okay, fällt in dem Moment bloß diese Perspektive weg.
Damit die Fetzen der Geist sind. Ist auch gleichzeitig jede dieser Perspektiven. Selbstverständlich, das ist genau. Der träumende Geist. Weil der ich jetzt immer, das ich träumt. Suche immer noch hier drunten so eine Krücke, deshalb habe ich eigentlich gedacht, diese. Das ist blau, das sind Menschen, das sind Programme. Ich bin. Das sind Programme, das sind jetzt Personen, eigentlich personifizierte Perspektiven und das Wertesystem im Hintergrund. Ist praktisch der Mensch, der jetzt unterschiedlich werdet. Wenn jetzt da zum Beispiel hier ein 10-jähriges Kind mitsitzen würde, der wird dieselbe optische Perspektive haben, aber mit einem ganz anderen Wahrnehmungs- und Interpretationsvermögen. Das hängt wieder davon ab, dass ich euch schon mal gesagt habe, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt spazieren geht, wenn du eine Persona siehst, dann ist eine Persona ist eigentlich wie eine Videokassette. Und jetzt ist es, du siehst an der Persona, wie weit innerhalb, wenn es den geben sollte, versteh die Metapher, ich rede in einer Metapher, dass wenn ich mir eine Videokassette hole, ist es ein Mensch. Und jetzt kann ich eigentlich noch an der Person selber von außen sehen, inwieweit der in sich selbst schon angeschaut hat, wenn es den geben sollte. Pass auf, was ich damit meine ist, wir denken uns einmal hier, Windows Word. Okay? Und wenn du Word hast, dieses Textverarbeitungsprogramm von Windows, das ist ja das kleine W, wenn du deinen Computer aufmachst und hast das installiert, dann hast du ja hier deine Icons, deine kleinen Zeichen. Und jetzt ist es so, dass ein Fachmann, das hat sich ja weiterentwickelt. Wird 98, wird 2000, wird 2003, 2007, jetzt gibt es 2010 oder 11. 10, ne? Dass das hier immer dieses Word-Zeichen ist, in den kleinen vierigen Icons, ja. Wo du hast, aber der Fachmann sieht genau, ob das ein 98er, 2000er, weil das sieht immer wen anders aus. Die haben das Icon verändert. Du siehst am Icon, siehst du bei Word, was das für eine Version ist. Da musst du nicht erst reinschauen. Da hat es natürlich dann innerhalb noch Updates gegeben. Windows bla bla bla, Punkt 000. Aber dann siehst du, die Grundversion, wo sie einen großen Kipper gemacht haben, siehst du. Und jetzt ist es, was ich dir damit sagen will, dass das immer Word ist. Und das Word ist, dass es keine Zeit gibt, ist das, was Word überhaupt ist, von Anfang bis zu Ende ein Ding. Ich könnte jetzt sagen, ein Programm. Und wenn du hier das Word 98 zeigen siehst, das wäre praktisch das Programm und die Personifizierung ist das Kind, das Icon spricht praktisch das Kind an und jetzt das 2010er, je nachdem wie das noch weitergehen soll, ist schon weiter fortgeschritten, aber innerhalb von Word. Das heißt, jeden Menschen, jede Persona, die du laufen siehst, ist eigentlich im Hintergrund ein Mensch. Und dieser Mensch zeigt sich dann am Kaffee, wie weit innerhalb dieses Dings er sich selber angeschaut hat. Ganz ungefähr folgen, was ich dir sage. Wenn ich ein Kind sehe, schaue ich ein Menschenleben an. Das ist natürlich ein Menschenleben innerhalb meines Menschenlebens, weil ich dir gesagt habe, jede Person, du bist ein Mensch. Blau. Und alle Personen, die in dir auftauchen, gehören zu der Geschichte. Ich könnte jetzt sagen, wir machen ein Buch, Oliver Twist. Und das siehst du ja nicht nur in Oliver Twist, übrigens in deinem jetzigen Leben, wenn ich jetzt sage, du glaubst, du bist der Andreas. Dieser Körper, diese Person ist doch nicht laufend auf dem Bildschirm. Der Film läuft ja auch, ein James-Bond-Film läuft ja auch, ohne dass der James-Bond-Film auf dem Bildschirm ist. Das Wort James Bond steht für den Menschen, für eine Geschichte. Und da taucht natürlich ich auch selber auf, aber das ist nur ein Teilaspekt. Es geht um die ganze Geschichte. Okay? Und Personen, wo du siehst, sind Geschichten in Geschichten. So wieder wie bei Stein und Flöte. Das sind ja viele Geschichten, Einzelgeschichten in Geschichten, die teilweise in Fragmenten erzählt werden und umso mehr du diese 1000 Seiten durchlesen tust, am Ende verknüpft sich das alles auf eine eigenartige Art und Weise hinrum, wo du am Anfang gar nicht weißt, wie das zusammengehört. Das ist ganz gigantisch, wenn man sich darauf einlässt, das ist das pralle Leben. Was ich jetzt mit Holofeeling mache, hinrum verknüpft sich jetzt irgendwie alles, was hier total im Widerspruch gestanden ist, auf einer höheren Ebene, wenn der Geist wächst. Und wieso ich jetzt das erzählt habe, ist, dass du praktisch hier, wenn du jetzt irgendeinen Menschen anschaust, kannst du davon ausgehen, dass das ein Programm in einem Programm ist. Beispiel, auf unserem Computer gerade, Betriebssystem ist der Geist, das sind Programme, okay, und innerhalb des Programms, zum Beispiel, wir machen Autorennen, dann sind in dem Programm oder irgendein Abenteuergame sind KIs. Das heißt, dass das Programm nochmal unter Programme KIs in sich drin hat, agierende. Und was ist ein Programm, eine KI, ist eine Reflexion, was immer wieder auf irgendwas reagiert. Und das erzeugt eben die Illusion von Lebendigkeit, wo ich immer wieder sage, wie definierst du lebendig? Lass dir von einem Materialisten lebendig definieren, wenn er geistlos ist, wirst du merken, der hat keine Ahnung, was wirklich Lebendigkeit ist, was Lebendigkeit bedeutet. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, lebendig, ja, wenn was wachsen kann, der Stein ist nicht lebendig, aber zum Beispiel der Gras. Aber da müssen wir dann wieder sagen, Gras, lebendig, gut, weil es wächst, kann ich da schon von Leben sprechen? Dann sagen viele, ja, wenn ich eigene Empfindungen haben kann, oder mir drückt es anders aus, wenn ich auf was reagieren kann.
Weil Gras reagiert ja nicht, ist ja rein passiv. Wenn ich jetzt in der Lage bin, auf was zu reagieren, dann, wenn was reagieren kann, dann ist es lebendig. Gut, dann ist eine Mausefalle lebendig. Ja. Ja, stimmt oder stimmt? Ja. Also die Definition passt auch nicht. Und das ist, Lebendigkeit ist, das ist, geht um was ganz was anderes. Aber ich will damit nur sagen, dass also hier du immer wieder Programme in Programme haben kannst. Und jetzt ist es so, dass wenn du jetzt zum Beispiel hier durch die Stadt gehst, ist jede Person, es ist möglich, dass jeder für sich vorausgesetzt, die würden jetzt existieren und es geht nicht um die Schatten. Dass ich, wie ich jetzt gesagt habe, unser Zimmer ist der Jürgen. Wohlgemerkt, ich meine jetzt mit Jürgen dieses Ich Bin, ich könnte jetzt auch sagen Nummer 27, okay? Einfach nur, wenn wir mehrere haben, kann man die wieder durchzählen, obwohl die gleichzeitig sind. Hat nichts mit Wertung, mit Qualität zu tun. Darf man nicht verwechseln mit der Person Jürgen, was jetzt hier die Hauptrolle ist. Und jetzt kann man durchaus, wenn wir einen Klaus sehen, davon ausgehen, dass der Klaus auf meiner Leinwand auch ein eigenes Ich Bin, ein Zimmer bin. Aber da kann ich überhaupt nicht sagen, was da drin läuft. Der kann einen ganz anderen Film haben. Ich kann es halt alles für möglich. Es ist möglich. Ich weiß nie, als Jürgen werde ich das nie überprüfen können. Und das kann ich jetzt für jede Person, die ich sehe. Und jetzt wird es interessant, wenn die als Film, wenn du Menschen beobachtest, wirst du merken, dass wirklich jeder seinen eigenen Film hat, seine eigene Interessenswelt. Dann. Das heißt, dass wenn du dir jetzt Menschen ausdenkst, ich sage jetzt Klaus, irgendwen, ich sage jetzt Leute, die du seit Jahren kennst, wo du glaubst, zumindest jetzt in deinem Konstrukt, den Charakter einigermaßen durchschaut zu haben, da kannst du bei vielen Fällen, zum Beispiel bei irgendeinem Freund von dir sagen, wenn der jetzt in die und die Situation kommt, wird er drauf abfahren. Wenn er das und jenes hat, wird er das machen, wo ich zum Beispiel bei Männern sage, ich kann dir gleich sagen, wenn ich jetzt den und den nehme und der sieht irgendeine tolle Frau laufen, dass es gibt welche, die sehen, habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, die sehen überhaupt, die sehen nur Titten, die anderen sehen nur Ärsche und ich kann dir sagen, wer nur die Titten und wer nur die Ärsche sieht, weil ich das Programm kenne. Geht nicht von gut oder schlecht. Dann welche, die wenn Fußball haben, sind sie Feuer und Flamme, und andere hat überhaupt nichts damit mit Fußball am Hut. Du wirst merken, wenn er die Situation konfrontiert wird, wird er so einen Hals kriegen und der andere wird begeistert sein. Das ist nur, dass du Tierchen beobachten kannst, das ist Tierchen gucken und du willst nichts verändern, du willst rauskriegen, wie funktionieren diese Charaktere. Und der Charakter ist auf Hebräisch Abi, A-P-J. Das heißt, schöpferisches Wissen eines Gottes. J am Ende, ich kann auch sagen, mein schöpferisches Wissen. Das heißt, ein Tierchen kann ich rum um die Uhr beobachten, das bin ich selber. Und ich will nichts verändern. Drum, ganz klar, nochmal für dich Geist, bring mir einen einzigen, der dir sagen kann, was ich als Udo, wenn ich auftrete, vor irgendjemandem gesagt habe, was er verändern soll an sich. Ich betone immer wieder, du musst deine Rolle spielen. Du kannst an dem Film, der zurzeit läuft, nichts von der Grundlage verändern. So wenig, wie du an einem Buch verändern kannst, wenn du dir einen Roman kaufst, wenn du dir jetzt Dan Brown kaufst, die Illuminaten, oder Sakrileg, du kannst an dem Buch nichts verändern, du kannst reinschmieren, aber das Grundbuch veränderst, dann veränderst du nur deine Ausgabe. Und du kannst dann einen Kinofilm mit selbst nichts verändern, an der DVD. Und jetzt ist einer der wichtigsten Sätze, und dann machen wir eine kleine Pause. Du hast die Freiheit, ich sag dir jetzt, wo deine Freiheit ist, du hast die Freiheit von mir bekommen, aus jedem Scheißbuch, aus jedem Scheißfilm, einen hochinteressanten, hochspannenden Film zu machen, ohne an dem Buch und an dem Film was verändern zu müssen. Und es ist wichtig, du wirst es nur dann können, wenn du nichts an dem ursprünglichen Buch und an dem Film verändern musst. Was meine ich damit? Ein Buch und ein Film ist ohne irgendeine Qualität. Es ist ein reines Konstrukt, durch das dir ermöglicht wird, Vorstellungen in deinen Geist zu erschaffen. Und gut und schlecht, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Es gibt nur einen Film, der läuft oder der läuft nicht. Und jetzt läuft der Film in deinem Bewusstsein, das ist dein Leben. Und ich nochmal, du hast die Freiheit, aus diesem Film einen hochinteressanten, spannenden Film zu machen. Aber das wirst du erst dann können, wenn du an dem Film nichts verändern willst. Was du verändern sollst, ist die Qualität deines Wertesystems. Weil die Gefühle von gut und schlecht entstehen erst durch die einseitige Interpretation dessen, der mit einem gewissen einseitigen Wertefilter den Film bewertet. Und das ist jetzt die Freiheit, die Aufgabe, die du hast. Du hast dieses Wertesystem zu vervollkommnen. Das ist Liebe. Das heißt, beobachte dich selbst dabei, also das, was du zu sein glaubst, Bindestrich dein Wertesystem. Ich nenne es ja immer deinen fehlerhaften Wissenglauben. Beobachte deinen fehlerhaften Wissenglauben, wo du einseitig negativ sagst, das will ich nicht, das mag ich nicht, das ist scheiße, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Und das kannst du vervollkommnen.
Du kannst dann zumindest sagen, Mensch, das ist hochinteressant, so habe ich das hier überhaupt noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, was da passiert. Mein berühmtes James-Bond-Beispiel. Wenn ich in einen James-Bond-Film will, da will ich diese kritischen Situationen nicht wegkommen. Deswegen gehe ich doch ins Kino, verdammt nochmal, als Zuschauer. Das heißt, erst wenn du begreifst, dass du der Geist bist, das Kino bist, der das anschaut und nicht diese Figur auf der Leinwand, dann hast du den Sprung, dann, das ist das, was man zuerst, der erste Schritt in die Erleuchtung. Und dann kommst du auf eine höhere Ebene, wo ich dann sage, weil als Gotteskind, als Kind eines Schöpfergeistes, willst du selber schöpferisch tätig werden. Das ist das, ich habe euch einmal die Geschichte erzählt, wo wir so spazieren gegangen, ich mit meinem Vater, früher aus meiner Zeit, aus meiner Jugend, wo ich mit meinem Vater spazieren gegangen bin, und dann haben wir so Villen angeschaut, ne? Ganz wundervolle Villen, ihr könnt euch an die Geschichte erinnern, ich erzähle es für ihn ganz kurz, und dann sage ich, Mensch, Papa, ich möchte auch so eine Villa haben. Und er sagt, kein Problem, ist ja Gott. Sagt er, wo willst du es haben? Sucht er, haben wir natürlich ein schönes Plätzchen rausgesucht, und dann schnippt er mir die Finger, und was dann da gestanden ist, ein riesengroßer Haufen. Und dann bin ich dann einfach nur ein Haufen, ich habe zuerst noch nur einen Haufen gesehen. Und dann, wie ich dann hinging und habe mir das genauer angeschaut, habe ich festgestellt, dass das, pass auf, du denkst jetzt einmal eine absolute traumhafte Luxusvilla, hochmodern ausgestattet. Und jetzt zerlegen wir alles, was da drin ist, in die Einzelteile. Ich meine zum Beispiel, beim Fernseher machen wir die Widerstände und die Chips raus, beim Computer lösen wir die da, aber alle Teile zerlegt, den Herd zerlegen wir, die Schalter, die Möbel werden zerlegt in Einzelteile und natürlich auch alle Backsteine, Sand, Kabel, alles und das Ganze unheimlich gemischt, ohne dass die Einzelteile kaputt gehen, liegt dieser Haufen da. Und dann sagt er, da hast du deine Villa. Dann sage ich zu ihm, aber Papa, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und was er dann zu mir sagt? Nur ein Satz. Eins musst du dir merken, mein Sohn. Wenn das Haus fertig ist, stirbt der Mensch. Wo ist die Moral der Geschichte? Das Erste, was du wissen musst, dass der Sohn, schreibt sich ja Ben. Ben ist einmal zuerst eine polare Existenz oder Inexistenz sein. B als Vorsilbe, Inexistenz sein oder eine polare Existenz. Benner, eine polare Existenz wahrnehmen heißt bauen. Bauen. Das heißt, der Sohn, der wahrnimmt, der erbaut das, was er wahrnimmt. Was er wahrnimmt. Mhm. Und das Haus, was du zu bauen hast, ist das Beat. Be in mir ist eine Erscheinung. Und das kannst du jetzt so reduzieren, die Vielheit, weil in der Computertechnik ja das Bit 1201 ist und das Be, griechisch gelesen, ja, zwei heißt. Mhm. Zwei Erscheinungen. Zwei in einem. Und das Einzige, was darum geht bei der Vielheit, dass du zuerst einmal lernst, aus 2-1 zu machen. Und wenn du das geschafft hast, wenn das Haus fertig ist, stirbt der blaue Mensch. Und dann wird der Rote wach. Und er wird dann ein neues Programm, ein neues Menschenleben durchleben, das er wieder neu bauen kann. Das ist das ewige Leben. Und du bleibst dabei immer dasselbe Ich. Ich sage immer wieder, hier im Plan deckst du Geist, und das ist ein göttliches Versprechen, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du wirst von deinem bisher ausgedachten Tod genauso viel mitbekommen wie von deiner bisher ausgedachten Geburt, wenn du das begriffen hast. Und das, was du zu sein geglaubt hast, das du dir jetzt ausdenkst, das überlebt sowieso nicht. Und es geht so zart, was ich nicht bin, du schon mach, inwieweit hast du mitbekommen, wie sich der 10-jährige Andreas oder der 20-jährige aufgelöst hat? Immer aus der Erinnerung überhaupt nicht. Du bist immer selbig, das ist eigentlich immer gleich geblieben. Es hat sich, was sich in dir verändert, ist nur dein Wissen. Und jetzt ist, wenn du wiederholst, wenn du ständig wiederholst, weil du nicht loslassen kannst, und das ist die Falle der Rechthaberei und der Arroganz, weil die ja nur darum kämpfen, ihre Perspektive festzuhalten, anstatt sich zu erweitern, die Toleranz zu haben, ich sehe was, was du nicht siehst, hey, du siehst offensichtlich was, was ich nicht sehe, ich behaupte, das Ding hat einen Henkel. Das ist wichtig, dieser wahrgenommene Engel ist nämlich deine eigene Fortpflanzung. Wenn du nämlich dann den Engel wahrnimmst, dann das, was du wieder wahrnimmst, bist du selber. Pause. Inhalt. Und ich muss halt zwanghaft denken, dass die Klaus-Perspektive ist erstmal so vordergründig. Die sollst du beobachten. Die beobachte ich, ja. Ich wollte jetzt nur nochmal die Zuordnung wissen. Ich vermute natürlich oder denke andauernd natürlich, jeder von euch hat auch eine Perspektive. Das ist okay, das beobachtest du, das wird dir bewusst. Ja. Das wird nicht den Klaus bewusst. Der Geist, dieses Bewusstsein... Nochmal, pass auf, ich beobachte mich. Ich mache es jetzt endlich nochmal so. Ich beobachte mich, das heißt, ich beobachte diese Person. Mhm. Und das Erste, was du jetzt glaubst, die Person beobachtet ihr Bild. Mhm. Dieses Ich, dieses kleine Ich ist ein Programm, das ist eigentlich das Ich. Das verwirklichst du aber in dieser Perspektive und es schwingt jetzt, das reagiert auf die eigenen Bilder. Ich wollte nur wissen, dieses kleine Ich in deiner Hierarchie der Dinge, wo genau ist das?
Was genau ist das? Das ist jetzt erst einmal dein persönliches Wäre- und Interpretationssystem. Ja, und das ist auch wieder eine Gedankenwelle, nämlich ein großes Ich und ein kleines Ich. Du brauchst eine Perspektive und das große Ich. Und jetzt pass auf, jetzt ein Satz, den ihr von mir ein paar Mal schon gehört habt und wo ich darauf hingewiesen habe, dass ihr Jahre braucht, viele Wiederholungen braucht, bis ihr das begreift. Jeder Beobachter, der etwas beobachtet und mit dem, was er beobachtet, nicht einverstanden ist, ist ein Arschloch. Arschloch ist erst einmal eine Tafel, das mit seinem eigenen flackernden Licht, mit seinem eigenen Feuer projiziert wird. Das heißt, das Ich ist mit vielen Sachen nicht einverstanden. Jetzt kommt irgendwann einmal das Groß-Ich, das sagt, ich sehe, dass ich älter geworden bin, meine Erfahrung wächst. Und ich habe aber immer noch eine sehr einseitige Vorstellung von richtig und verkehrt. Und ich merke jetzt, wenn ich mich selber beobachte, Mai, da bin ich wieder voll neben mir gestanden. Oder da habe ich einen Scheiß gebaut. Dieses blaue Ich, das wir uns jetzt ausdenken, will jetzt sich selbst verbessern. Das heißt, so wie der das beobachtet, beobachte ich mich. Ich beobachte mich. Und dieses Ich hat aber Ideale noch einseitig und will sich selbst verbessern. Alle, die meditieren, die zu einem gut und zu einem Ding zum anderen reden. Das heißt, es ist auch ein Beobachter, der mit was nicht einverstanden ist. Es ist auch ein blindes Arschloch. Jetzt ist aber der den antreibt. Was passiert, wenn blinde Arschlöcher führen? Geht's in die Grube. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt mal die nächste Stufe. Mir wird bewusst, dass ich mich beobachte und mit mir selbst nicht einverstanden bin. Das ist die Trinität. Okay? Aber in dem Moment, wo mir das bewusst wird, ist nochmal eins drüber und das ist jetzt eigentlich erst der rote Bereich. Der rote Bereich, das ist Bewusstsein, kann man nicht denken, das kann man nur sein. Das heißt, es ist ein eigenartiges Gefühl, dass du, egal an was du denkst, das ist nicht Bewusstsein. Es gibt nichts, was du denken könntest, was Bewusstsein haben kann, weil Bewusstsein ist Sein. Und was du dir denkst, ist schon vergänglich. Und Bewusstsein ist immer. Ohne Anfang und Ende. Bewusstsein verwechselt sich nie, weder mit dem Ich noch mit dem Ich, sondern das Bewusstsein ist jetzt, das ist es eigentlich Tierchen gucken. Weil wenn ich jetzt sage, du musst Tierchen gucken, dann der Tierchen gucke ist ja schon wieder ausgedacht. Und der will rauskriegen, wie die Tierchen in seinem Traum funktionieren. Okay? Wir personifizieren praktisch jetzt den träumenden Geist als Idee, dass wir uns vorstellen, aber mit dem Bewusstsein, dass dieser träumende Geist eigentlich nichts ist. Okay? Und jetzt ist es so, dass dieser Tierchengucker, der will an dem Tier nichts verändern, der will ihn nicht dressieren, nicht umerziehen, das will der. Ich habe was verkehrt gemacht und der ja sowieso, der will die Welt verbessern. Und das ist jetzt der Trick, schau, wenn ihr da hinschaut, wir haben jetzt eine, was sehen wir jetzt? Wir sehen eine J. Zell. Geburt von Licht. Geburt von Licht. Was du siehst, sind Schatten. Okay? Und jetzt pass auf, egal was die J macht, die göttliche Öffnung macht, siehst du. Ja, ich schaue das an, was ich mache. Und jetzt ist natürlich, die Schizophrenie besteht darin, dass der normal, mit normaler Logik, wenn du dir eine Welt aufdenkst und du bist einseitig, versucht ja jeder auf seine Art und Weise, seine persönliche Welt oder dann im Großen, wenn er Welt verbessert ist, die Welt verbessern zu wollen. Das heißt, er versucht den Schatten in eine ganz klare Richtung zu lenken. Und komischerweise macht ja das nicht der Schatten, was er will. Er ist unzufrieden. Simpel und einfach verstanden heißt es, ein Schatten ist doch definitiv immer so, wie das Objekt es den Schatten wirft. Was die Menschen, die du dir ausmachst, in deiner Traumwelt jetzt ausdenkst, dass du erkennen sollst, dass die alle ihre Schatten, die sie selber werfen, verändern wollen, aber vor allem nicht ums Verrecken und an ihren eigenen Glauben was verändern. Keiner will an seinem eigenen Wertesystem was verändern, das erweitern, erneuern. Jeder glaubt, sein logisches Wertesystem ist das einzige Richtige und wenn er jetzt einen Schatten zieht, den zieht er ja, dass er das vervollkommnet, versucht er den Schatten zu verändern und merkt gar nicht, dass er den Schatten nur dann verändern kann, wenn er seinen Glauben vervollkommnet. Du kannst deinen Schatten nicht verändern, wenn du das Objekt nicht veränderst. Und jetzt kommt das Geheimnis der Verzauberung. Ich habe euch gerade gesagt, wenn es dir gelingt, den Film, den du zurzeit anschaust, qualitativ auf eine höhere Stufe zu heben, aus einem Scheißfilm, einem ärgerlichen Film, einem langweiligen Film, wie auch immer der bei dir zurzeit ist, einen hochinteressanten, lehrreichen Film zu machen, ohne dass du an dem Film was veränderst. Wenn dir das gelingt, dann verändere ich den Film. Das heißt, in dem Moment, wo du dein Wertesystem vervollkommnest, in dem Moment, wo du zu Liebe wirst, wird sich automatisch die Welt um dich herum verändern, ohne dass du mit irgendeinem drüber sprechen musst. Und solange du noch meinst, es wird erst gut, wenn ich den und den überzeuge, ich versuche keine Schatten zu überzeugen, wie oft soll ich euch noch sagen? Die
Deppen, die du dir jetzt ausdenkst, die interessieren mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur der Geist, der sich die Deppen denkt. Das ist das Entscheidende. Und damit löst du dich immer mehr von dem, was du zu sein geglaubt hast. Das ist, wo ich sage, hier eine Körper, eine Person ist eigentlich nur ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Und wenn da ein Keim drin ist, also das Samenkorn überlebt nicht, das verfault so und so. Und Samen ist Überfluss, habe ich euch gesagt. Wenn ein Keim, ein Geistesfunken drin ist, dann wächst da was raus. Und dieses, was rauswächst, dieses neue Pflänzchen ist der Beobachter. Und wenn der gewisse Größe hat, da gibt es ein schönes Gleichnis vom Seemann, das kann sein, dass da was, durchaus was keimt, die neugierig sind, und dann ist der Uder wieder weg. Das ist das, die dann unter Donnen gesät werden, die noch keine Substanz in sich haben. Die erklären dann jetzt, der war ja so toll, und dann lassen sie sich von ihren eigenen Schatten, ihren eigenen Zweifel dann ganz klar und logisch erklären, ja, bist du spinnst doch, und bist jetzt in einer Sekte, und der verblödet euch ja total. Dann ersticken dich die Donnen um dich herum, weil du keine eigene Meinung hast. Und ich sage immer wieder, ihr müsst keine überzeugen, du musst es eher alleine machen, halt deinen Mund. Das ist ja alle diese ganzen Gruppierungen, die glauben, das habe ich so oft schon gesagt, die leben in dem impertinenten Wahn, dass sie glauben, das, was sie glauben, ist richtig und alle anderen sind Deppen. Sie bekämpfen Feindbilder, alle. Und sie glauben, umso mehr Mitglieder wir haben, umso mächtiger wir machen. Das hat alles mit Macht nichts zu tun, das ist wieder mit Geld verbunden, das könnt ihr alles vergessen. Das ist die Demut, das Einverstandensein, das nichts mehr verändern wollen. Und jetzt kommt die verborgene Harmonie der Dinge. Erst wenn du nichts mehr verändern willst, und das ist erst dann der Fall, wenn du zuerst einmal einverstanden bist. Dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob dir das mittlerweile logisch jetzt rot geschrieben einleuchtet, dass es gut ist, so wie es ist, oder ob du es einfach demütig annimmst. Das spielt keine Rolle. Durch dieses Vater dein Wille geschehe. Ich sage immer wieder, der alte Gangster da oben, der wird sich dabei was gedacht haben. Da beginnt der Glaube. Und einer, der sagt hier, was ist das für ein Gott, der das zulässt? Oder einer, der sagt, ich glaube an Gott, aber in einem Pfottern dieser göttlichen Schöpfung rumnörgelt. Das ist so eine impertinente Arroganz, weil er glaubt, sein Geist, das nachgeplappertes Wissen reicht aus, das zu verstehen. Verstehst du? Was das für ein fehlerhafter Pfuscher ist. Wobei man wieder die Seiten, und wenn ich immer diesen Gott da oben setze, du wirst merken, wir haben wieder zwei Seiten. Ob ich jetzt sage, mir fällt etwas ein, und ich sage ihm, mir taucht etwas auf. Ich rede vom selben, es sind nur die zwei Seiten. Und darum erwähne ich nochmal, dass also hier Kommunikation, eine geistreiche Kommunikation mit irgendwelchen Menschen in Anführungszeichen, denen das nicht bewusst ist, die permanent fragen, ist es richtig oder verkehrt, darf ich das machen oder darf ich das nicht machen? Das ist schon, sind geistlose Fragen.